kannst du mit jeder Farbtechnik machen. Und die Wand danach sieht aus. Geil, oder? Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler. Willkommen zu einem neuen Video. Viele kennen das Problem. Man möchte eine geile Technik an die Wand machen, aber da ist das schlechte Gewissen. Was mache ich denn überhaupt, wenn ich sie nicht mehr haben möchte? Und das magische Geheimnis, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier einmal eine Glattfließtapete. Die ist von Erfurt. Die ist rissüberbrückend, stoßfest, schwer entflammbar, leicht entfernbar und das coolste Wandklebetechnik. Variofließ Plano. Schön massiv. Das sieht doch gut aus. Klasse. Du willst eine geile Technik machen und denkst dir, boah, wie soll ich diese Technik wieder entfernen? Ja? Bekomme ich das überhaupt wieder ab? Und mit so einer einfachen Sache wie einer Fließtapete oder mit einem Malerfließ kannst du dir schon ja, ein bisschen Stress und Druck nehmen. Ne? Weil das ist halt etwas, um restlos alles wieder zu entfernen. Und dasselbe Spiel wieder von vorne. Das ist auch das Coole. Hier wird direkt auf Stoß geklebt. Da muss man nichts großartig machen mit Doppelnahtschnitt oder sowas in der Art. Das geht hier einfach so vorwärts. Und wichtig, immer ein scharfes Messer benutzen. Weil wenn du kein scharfes Messer hast, machst du dir mehr Arbeit wie alles andere. Mit der Moosgummirolle drüber. Ja, sieht gut aus. Ja, so Freunde, unser Test ist vorbereitet. Wir haben die Fläche tapeziert und wir schauen uns morgen mal an, wie gut das funktioniert. Ja, Freunde, willkommen zurück. Die Fläche ist getrocknet. Lass es ruhig mal 1 bis 2 Tage lang ziehen. Und dann seid ihr vollkommen sicher, dass es schön gleichmäßig aufgetrocknet ist. Ja, theoretisch könnten wir mit unserer Technik hier auf die Fläche draufgehen. Zack, boom, bang, fertig. Aber wir müssen es noch streichen. Klingt paradox. Ist aber so, denn wir nehmen hier ganz normale weiße Dispersionsfarbe. Ich würde sogar sagen, gebt noch mal so 10% Wasser mindestens hinzu. Weil dann können wir das richtig schön abrollen, ohne dass wir Gefahr laufen, uns hier zu viel Walzenstruktur reinzuziehen. Wir gehen schön dünn drauf. Gleichmäßige Struktur und wir sehen sofort, ob wir irgendwelche problematischen Stellen haben. Und jetzt können wir die auch jederzeit noch ausbessern. Nehmen wir mal an, hier geht irgendwie eine Naht auf, gehst nochmal mit ein bisschen Farbe dahinter, streichst du bei, Feierabend. Und da brauchst du auch gar keinen Stress machen, weil jetzt weißt du, es kann nichts mehr schief gehen. Und wir gehen mit unserem super geilen Material drauf. Das ist die Alpina Sturmoptik. Ja, Freunde, falls ihr sehen wollt, wie diese Technik im Detail funktioniert, verlinke ich euch das hier oben in der Ecke. Und ich würde sagen, ihr bekommt jetzt die geile Zeitrafferaufnahme. Viel Spaß. Ja, Freunde, es ist getrocknet und ich finde diese Technik einfach mega geil. So diese Einfachheit, ne? Du gehst mit dem Pinsel dran, zack, 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 fertig. Und schaut euch das unbedingt mal an. Es gibt das in 2 verschiedenen Farbtönen. Video oben in der Ecke. Achtung, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? So. Oh, Junge, 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 Junge. So muss das sein. Ey, ist das nicht geil? Ist es nicht geil? Guck mal, das kannst du mit jeder Farbtechnik machen. Und die Wand danach sieht aus. Geil, oder? Wie findest du es, Schatzi? Ist doch krass, oder? Kannst du jede Farbtechnik abziehen wie eine Tapete. Ist doch geil. So, ich kann euch das gerade mal zeigen. Hier, das sind die Überreste, die wir haben von der Tapete. Und hier sieht man die Farbtechnik drauf. Ey, wenn man ganz stumpf wäre, könnte man einfach wieder hier dran kleben. Nein, natürlich nicht, das ist ohne Spaß.
Ja, Freunde, ich finde es auf jeden Fall mega geil. Hier ist die Farbtechnik, die wir von der Wand geschält haben. Und sag doch mal ganz ehrlich, es ist eine coole Sache, wenn man Angst hat, auf die Wand zu gehen. Ich kann es nachvollziehen, es ist scheiße manchmal. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Spezialtechniken, da würde man ein bisschen anders vorgehen oder da macht es überhaupt keinen Sinn, so eine Tapete zu nehmen, weil du eine krasse Schichtstärke hast oder sowas in der Art. Aber für solche einfachen Dispersionstechniken ist das meiner Meinung nach die beste Lösung. Bist du auf der sicheren Seite, du ziehst es dir einfach ab und Feierabend. Es ist einfach eine Tapete, die du abziehst. Richtig geil, als ob nie was gewesen ist, oder? Tja, Freunde, falls ihr irgendwelche Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und abonniert auch den Kanal. Kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Ganz wichtig, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neuer Content auf diesem Kanal hochkommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!